Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht um ein verdammt wichtiges Thema. In seinem Video YouTube Judgment Play zeigt der Schattenmacher ein paar Analysen über den Verlauf der Aufrufe und seiner Abonnenten. Schaut euch das mal an. Memo an mich selbst, nie wieder an deiner eigenen Großartigkeit zweifeln. Denn offensichtlich haben nicht die Zuschauer entschieden, sondern der allmächtige Play-Button. Diese Grafik hier zeigt die täglichen Aufrufe meines Asyl-Kitsch-Videos. Und wie wir bemerken, fallen diese ab Mitte April stark ab. Ähnliches können wir beobachten bei meinem Video über Alan Posners Kommentar zur Migration, bei meinem Video über die Löschdich-Doku, bei Deutsche Geschichte X, selbst bei meinem völlig unpolitischen Beitrag über das Teleportationsproblem. Alle zeigen sie den gleichen Zuschauerschwund seit Mitte April bzw. Anfang Mai. Offensichtlich hat mich der Verteilungsalgorithmus nicht mehr so lieb wie früher. Es sind nicht alle Videos davon betroffen, aber doch sehr viele. Und selbst Beiträge, die für die Monetarisierung zugelassen wurden, zeigen dieses Verhalten. Dass unter all dem auch die Geschwindigkeit des Abonnentenzuwachses gelitten hat und immer noch leidet, das versteht sich, denke ich, von selbst. Was ursächlich für diesen Fall in Ungnade ist, das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Mein Kanal hat ungefähr zu der Zeit, ab dem sich die Zahlen begannen zu verändern, eine Verwarnung wegen meines Videos über die Segnungen des Sozialstaates erhalten. Einige Videos fielen in ihrer Performance allerdings auch bereits ein paar Tage vor diesem Ergebnis ab. Ob das hier also eine vorübergehende erzieherische Maßnahme darstellen soll oder zum Dauerzustand wird, ob die Verwarnung Folge oder Ursache der verschärften Bedingungen ist, das lässt sich schwerlich beantworten, zumal YouTube in diesen Angelegenheiten so transparent wie 2 Meter Beton ist. Seine Sorge ist, dass der YouTube-Algorithmus dazu instrumentalisiert wird, YouTubern mit politisch inkorrekter Einstellung die Reichweite zu nehmen. Was sich wie eine Verschwörungstheorie anhört, ist definitiv im Bereich des Möglichen. Wir konnten schon durch das NetzDG eine deutliche Einschränkung der Meinungsfreiheit hier auf YouTube feststellen. YouTube leitete ja bereits weitere Schritte ein, die zuerst einzelne Videos und mittlerweile ganze Kanäle entmonopolarisieren. Den Algorithmus zu missbrauchen ist der nächste logische Schritt. Um ehrlich zu sein, wundere ich mich, warum die das nicht schon vor Jahren gemacht haben. Meine Sorge ist, dass Kanäle wie Martin Sellner, Oliver Flash oder eben der Schattenmacher bald komplett verschwunden sein werden. Ich glaube, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Um dem Algorithmus entgegenzuwirken, hat der Schattenmacher seine Abonnenten angestachelt, Werbung für seinen Kanal zu machen. Und das ist nichts Schlimmes, ich kann den bedenkenlos weiterempfehlen. Liebe Zuschauer, schaut bitte mal beim Schattenmacher rein und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr seine Videos findet. Ich persönlich mag das Video "Die Polizei Berlin gibt sich der Lächerlichkeit preis" und das Video gegen Raik Anders Propaganda-Doku sehr gerne.